Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Teil 1 des Secret Missions. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir die große Flotte ein wenig dezimiert. Und jetzt mal schauen wir mal, ob uns jetzt dieses Schiff mit der geheimen Waffe über den Weg läuft. Fallguard-System sind wir weiterhin. Okay, ist was passiert? Oh, wir müssen die Tigersclaw beschützen. Und danach geht's ins neue System. Alles klar. Wieder mit Iceman. Der fliegt mir bestimmt wieder mehrmals vorm Bug, um mich dran zu hindern, einen Abschuss zu machen. Hat er jetzt dann schon öfters gemacht? Naja. Schauen wir einfach mal. Da haben wir auch schon die Gegner. Normalerweise dürften wir hier wahrscheinlich jetzt hier auch. Ja, genau. Keinen Wegpunkt haben. Und so ist es auch. Wir haben nur haufenweise. So. Wäre da wieder ziemlich schlecht, aber gut. So. Lenken wir es mal ein bisschen von der Tigersclaw ab. Wenn die Tigersclaw kaputt geht, dann haben wir nämlich ein großes Problem. Ey, ich hab dich doch, naja, anscheinend nicht ausreichend genug abgelenkt. Der scheint sich auch wieder ein bisschen provozieren zu lassen. Die Frage ist. Nee. Scheint sich doch nicht ganz so provozieren zu lassen wie gedacht. Okay. Aber das geht eigentlich gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist: kommen da noch. War es das oder kommen da noch weitere Schiffe? Ansonsten wäre das eine ziemlich einfache Mission sogar. Aber da werden noch weitere Schiffe kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht einfach nur dabei bleibt. Ja, da haben wir sie schon. Ich hoffe mal, das wird die Tigersclaw überstehen, aber ich denke schon, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So viele Schiffe sind es jetzt auch nicht. Andererseits, wenn ich so sehe, was wir alle schon gerissen haben mit einem Zweierflügel, ist das vielleicht doch nicht zu unterschätzen. Okay, und da kommen schon die nächsten Gratas. Ja, da kommen doch einige Wellen. Aber keine großen Schiffe, sondern nur Jäger. Aber das war ja eigentlich auch angekündigt. Das sind ja die Jäger, die jetzt keine Basis mehr. Ups. Keine Basis mehr haben.
Ja, wir sind ja schon dran. Sind einfach gerade zu viele Schiffe hier. So. Ah, wir sind schon ziemlich abgedriftet. Ist ganz schön weggelockt von der Tiger's Claw. Gut. Glaube, das ist der letzte jetzt. Vorausgesetzt natürlich, da kommen nicht noch welche. Also der letzte Moment, sagen wir mal so. Wo ist er? Da ist er hinter der Claw. Gut. Ah, und da kommen noch mal welche. Irgendwie war mir das klar. Ich will aber noch drei Stück. Okay, zwei Stück noch. Wir sind doch schon da. Wie viel haben wir? Zwei Gegner noch. Im Moment. Okay, einer noch. Aber so richtig ablenken lassen sie sich nicht durch den Funk, habe ich den Eindruck. Sie reagieren zwar drauf, aber dann gehen sie gleich wieder auf die Flow rauf. War's das? Ja, die hat ganz schön was abgekriegt. Aber ich glaube, das müsste eigentlich erst gewesen sein. Keine Gegner mehr. Ja, mache ich da. Ich wollte eigentlich Geschwindigkeit verringern. Und nicht den Nachbarn nachher machen. Irgendwie klappt das gerade mit der Landung nicht so richtig. Jetzt aber. So, dann komm mal ins nächste System. Mission Debriefing, wie viele haben wir denn hingekriegt? Wie viel? Ich glaube, Iceman ist, glaube ich, leer ausgegangen diesmal. Glad to see you back alive. The recorder shows you nailed 12 of these cats, Lieutenant Colonel. Good work. And Iceman took down one Kilrathi. Ah, er hat meinen eigenen Hinter hat er gekriegt. I was rough fight out there, Colonel. Well, you better get some rest while you can, Maverick. Dismissed. So, dann sind wir wieder in der Bar, Schätz. Ah ne, Hangar Deck. Wir kriegen neuen Orden. Wie schön. For excellence in combat with the Kilrathi enemy. On about 2654.142.
The Terran Confederation presents the Bronze Star to Lieutenant Colonel Blair. Your courage is an example to the Confederation's finest defenders. Well done, Maverick. Congratulations. Thank you, sir. Filled with pride, you meet the applause of your crewmates. So, aber jetzt geht's ein Trinken. Iceman, Bossman, glaube ich, war das. Und natürlich Shotglass. You look like you're having a good day, Maverick. Of course, knowing that the Shiver is sitting out there, running out of power. Well, it helps. Scuttlebutt has it that we are just about ready to go for the kill. I hope that we get that shot soon for Zach and Trisha. Ah, but ratings. Always the worst part. Buttons up, Maverick. Ja, wir müssen ein wenig warten. Good job out there against the footballs, kid. We'll go for the big one. Well, so now. Remember missiles. Don't use up too fast, kid. Your guns will sting and take out the smaller targets for you. But there's nothing like a missile to finish the job. Ja, die sollten wir uns wirklich aufspannen für die großen Sachen. Hey Maverick, I heard that you just got assigned to the Black Lion Squadron. That means you'll be flying with me. Let's be careful out there, okay? Well, I just hope that we are going after that dreadnought soon. We are so deep into enemy territory, so far from your own lines. The Shiva's not the only one who can't resupply. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Dann schauen wir mal. Es sieht aus, als ob es langsam aufs Finale zugeht. Die Shiva wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denke ich. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.